Ja, herzlich willkommen bei dem Let's Play Life is Feudal Village, Forest Village. Ja, da sagt sie auch schon, aha, wir wollen uns einfach erstmal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Also selber habe ich schon ein paar Mal gespielt, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir basteln auf jeden Fall eine kleine, lustige Ortschaft, wo wir uns ja, wohlfühlen. Also wir schauen erstmal, was haben wir denn an Material? Das haben wir alles, ja, okay. Aber wir wollen erstmal die wichtigsten Grundbedürfnisse quasi hier erledigen. Und zwar dazu gehen wir erst einmal auf den Markt. Beziehungsweise wir erschaffen einen Markt, weil ohne Markt finden die das halt doof. Jetzt gehen sie auch schon mal lochen. Zu lustigen Bürger. Hatten sie die Bäume. Ich glaube, hier konnte man die Namen auch noch ändern, aber das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Die sollen vor sich her arbeiten. Oh, das Mädchen hat kein Zuhause. Oh. Aber dann machen wir mal einfach mal ein kleines lustiges Zelt. Hier so eine alte Heckenpennerhütte für unsere Kira. Die soll ja auch nicht leiden wie ein Hund. Nur wo stellen wir sie denn hinter das Lager aus? Oh Gott, für Deibel. Nein, komm, die kriegt auch ein normales Haus. Also das wollen wir nicht machen. Die kriegt eine Hütte hier und dann ist das auch schick. Gut, dann platzieren wir einfach die Hütte dementsprechend hier gleich mit hin. Wir bauen das auch mal ein bisschen schön, würde ich behaupten. Weil, warum auch nicht, ne? So, was habt ihr schon mal für Probleme hier? Landschaftsbau, Baumstämme. Ja, da haben wir doch alles da, was wir brauchen, denke ich mal, ne? Oder? Ja, wir werden das ja dann auch gleich gewahr. Gut, hier konnte man irgendwie auch die Berufe einstellen. Das heißt, wir brauchen hier Bautechniker, so machen wir drei Stück. Die anderen brauchen wir eigentlich noch nicht in dem Sinne. Das waren genau Metze und so weiter. Ach komm, also dann machen die alle das hier. Einer kann letztendlich ein Träger sein. Das müssen wir auch haben. Und wie wir sehen, ist das hier auch eigentlich hier wie beim echten Life is Feudal. Das heißt, die Grundgerüste werden gemacht, also Bäume fällen, Grundgerüste ziehen. Und dann geht das hier eigentlich seinen Lauf. Ich würde aber gerne einmal nochmal die Einstellung gehen. Ich denke, die Soundeinstellung hier ist ein bisschen hoch. Das wird wahrscheinlich ein bisschen störend sein, so. Ich hoffe, das ist dann auch ein bisschen akkurater angebracht. Aber schon. Oh, da haben wir schon ein Stück Schwarzwild. Das müssen wir gleich erstmal versuchen zu bejagen. Weil, wisst ihr, die Wildtiere bei Life is Feudal sind teilweise etwas rabiat zu unseren Dorfbewohnern. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich mag so eine Spiele immer sehr gerne. Ich mache das immer so zwischendurch. Ich hoffe auch, dass euch die, ja, der Content von mir hier so ein bisschen gefällt. Letztendlich, ja, es gibt ja wirklich viele Let's Plays und so. Ich möchte mich da gar nicht so reinquetschen in die Let's Play-Szene, sage ich jetzt mal. Ich mache das nur, weil ich analysiere das mal so ein bisschen und selber habe ich viel mit Survival, mit ja, Bushcraften und so weiter. Und, also jetzt nicht falsch verstehen, aber dieses typische Einzelkämpferzeug, sehr viel zu tun, auch im Militär damals. Da hat man sich das halt dann so ein bisschen abgeguckt und man möchte das auch ein bisschen bei sich behalten. Das heißt also Selbstverpflegung oder auch hier so ein, gut, ein kleines Dorf gründen werden wir jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dass man halt da so mal ein bisschen analysiert, schaut von wegen bei so Survival-Spielen vor allem oder auch bei solchen Spielen, was ist denn da jetzt realistisch und was jetzt totaler Kokolores. Ne? Gut, bei Life is Feudal, das kann man wirklich ehrlich sagen, haben die Entwickler top recherchiert. Da braucht man eigentlich sich gar keine Gedanken drüber machen. Die haben das wirklich super umgesetzt. Ne? Also das da, von daher ist es echt eine gute Sache. Gut, so jetzt müssen wir mal schauen. Hier sammeln von Ressourcen. Jetzt kommen jetzt, hacken wir ein paar Bäume ab oder so. Machen wir irgendwas hier. Weil nicht, dass hier meine Zuschauer dann sagen: Hey, hier, guck mal, da
Der Matze, der hat dann so einen tollen Content, das macht so viel Spaß und wir gucken ganze Zeit zu, wie meine ganzen Dorfbauern hier Sachen buckeln. Aber leider ist es halt so, dass man da mitarbeiten muss, ne? Also abwarten muss. Das ist eben so. Ja, könnt ihr auch mal gucken, vielleicht einfach mal die Zeit ein bisschen hochdrehen. Wie war das nochmal? Das war hier unten, glaube ich, in dem da. Genau, kannst du schneller machen. Damit sie zumindest dann das Haus für das Mädchen, für die Kira fertig kriegen. Weil ich denke mal so, die hat es auch nicht verdient, da im Kalten zu schlafen und nachher vom Schwarzwild gefressen werden. Da geht das ja schon richtig rund hier. Schau mal einer an. Zap, zap, da die kleine Kira jetzt ein schönes Zuhause. Ist kalt, sie hat Hunger. Und die buckeln da, was das Zeug hält, die Klamotten in der Hütte. Upsala. Dann gehen wir auch mal wieder runter auf Normalgeschwindigkeit. Also mal zwei, denke ich, ist okay. Ja, hier scheint mir das so, dass die Ressourcen so langsam aber sicher eingebracht werden. Aber, ja. Ja, Kira, jetzt mach mal hier irgendwas. Du kannst, wenn du willst, kannst du auch gerne ein Fischer werden. Warte, hier eine Fischerhütte, Teichwirtschaft, oh schön. Sammlerhütte, die Jagdhütte, der Garten, Feld, das Bienenhaus, der Hühnerstall und die Mühle plus Bäckerei. Ich habe mit Absicht übrigens keine Mods angestellt, weil ich der ja, Meinung bin, man kann es auch gut ohne spielen. Also nachher, man kann mal gucken, nur halt das Problem ist, sobald ein Mod irgendwie nicht mehr ja, aktualisiert ist, ist alles Fratze. Da haben wir ein Problem. Und deswegen denke ich mal, machen wir das erstmal auf die alte Vanilla-Art sozusagen. Gut, jetzt heißt es, wie gesagt, abbauen, sammeln von Holz und Co. Ach, das ist noch die Holzfällerhütte. War denn nochmal das? Einfach fällen und so weiter. Alle Ressourcen sammeln, genau da. So. Hallo? Ihr sollt alles sammeln. Hat doch gedrückt, oder nicht? Alle Ressourcen sammeln, so jetzt. Ach, okay, ich habe einmal mich ein bisschen verdrückt. Entschuldigt mich vielmals. Wir sehen auch schon den Wolf im Schafspelz bei uns in der Ortschaft Lustwandel neben dem Vater Fuchs. Kann natürlich böse enden, aber die Wildtiere hier, die machen in dem Sinne machen eigentlich nichts. Das heißt, sie sind einfach nur so plopp aufgespawnt. Und ja, man lebt so ein bisschen in Symbiose damit. Ja, so läuft das eigentlich dann erstmal ganz gut in unserem kleinen Dorf. Und wir hoffen, dass wir das in dem Teil, dass wir das auch nicht zu lang machen, weil es mit dem Bearbeiten, das ist ja nicht das Problem, aber halt das Hochladen nachher bei YouTube, das dauert ewig und 3 Tage, das sage ich euch. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen immer so zeitlich abzugrenzen. Ne? Mit Vater Petz, der ist auch schon hier unterwegs. Hallo, du kleiner lustiger Braunbär. Ähnelt einem Grizzly von Schädelform. Ist natürlich toll, wenn man sowas in seiner Ortschaft hat. Ne? Da lebt noch Schwarzwild mit Wolf und Bär mit Menschen zusammen. Aber gut, das kann man halt nicht ändern. Also sie greifen noch an. Ne? Aber da muss man halt mit um. Also kann man nicht ändern. Zaubern können wir noch nicht. Und ich bin auch kein Fan davon. So, also gut, selber benutze ich ab und zu auch mal bei manchen Spielen Cheats oder Trainer, weil ich sehe es nicht ein. Dann, also wenn ich sag jetzt mal so ein Weltraumspiel mache, weißt du, wo du 38 Stunden da irgendwas sammeln musst, damit du eine Sache machst, da habe ich dann keinen Bock drauf. Also ich möchte dann schon was schaffen. Also mir geht es dann eigentlich ums Bauen. Da nutze ich es auch, aber jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Video aufnehme wie das hier, da werde ich ein Dive-Tool unter Sheets eingeben oder Trainer anmachen, weil das muss ich sein. Ne? Und gut, es könnte sein, dass ich, wenn ich mal Sims oder sowas mache, Sims 4 habe ich noch, das wollte ich auch mal ein bisschen daddeln, eigentlich so eine Assi-Familie mal machen. Da kommt das schon vor, dass man dieses altbekannte Masalot oder wie das heißt, da macht, alleine um das Haus zu bauen. Naja, darum geht es erstmal, dass man halt in der Familie halt ein Haus macht. Man kann ihn natürlich auf den Campingplatz schicken oder so, einfach so ein Assi-Haus. Aber wir wollen ja wirklich was Lustiges machen, gemeinsam vor allem auch was schaffen. Und da ist es natürlich blöd, wenn man da natürlich dann erstmal 18
tagelang durchgehend erstmal Geld verdienen muss, damit überhaupt ansatzweise da was funktioniert. Aber das ist ja erstmal jetzt auch Nebensache. Wir sind fleißig dabei, den Marktplatz zu bauen. Mit unseren fleißigen Bienchen, die hier Steine kloppen und sich die Hacken wund laufen, Bäume fällen und mal lochen, was das Zeug hält. Ja, schau mal, da wird gearbeitet, da wird gebuckelt und geknechtet. Ach, zack, da liegt der Baum. Gleich umfunktioniert als handliche Ladung auf dem Rücken. Wir folgen einfach mal unauffällig, was die hier so veranstalten, unsere lustigen Bastler. Also da wird dann erst das Holz weggetragen, um es dann wieder genau an den gleichen Platz zu bringen, um Holz zu machen. Gut, da wollen wir auch jetzt nicht meckern, das ist ja auch okay. Weil man muss ja halt so einen Lagerplatz haben, wo es hingehört. Das hat schon seine Richtigkeit. Da sage ich auch gar nichts gegen. Nur, warum machen die nicht weiter die Kasperköppe hier? Achso, ich habe nur einen frei, ne? Da. So, dann sind das jetzt die Träger. Das sind eigentlich so diese Hiwi-Jobs, ne? Dann viermal Lora. Also, wo man halt auch so ein bisschen drauf achten muss, ist halt hier Brennholz. Ein bisschen was zu knabbern. Brauchen sie also da, wenn das dann zugrunde geht, dann stirbt uns das Dorf aus. Das ist halt aber bei solchen Spielen ja generell immer. Nur gesagt, ich wollte halt gerne den Dings hier haben, den Marktplatz, um dann nachher einen schönen Start zu haben. Pass auf, wir machen jetzt nochmal hier ein bisschen auf schnell. Da wird hier zapzerab Gas gegeben. Man, andere machen das so, die pausieren das Spiel dann, aber so viel kann ja trotzdem mal schauen, was da so mit sich bringt, das Dorf in der Zwischenzeit. Was fehlt uns da denn noch? Das sind eigentlich nur so ein bisschen Holz. Das andere haben sie alles schon herangekarrt, nicht? Und Holz haben wir. Hä? Wir haben gar kein Holz mehr. Wir haben noch gerade, oder reicht das noch nicht aus? Hier, dann. Zack, dann sollen wir ein bisschen Holz hier. So. Hier auch noch so ein bisschen. Wollen wir nicht zu vielen wegnehmen. Es soll ja auch noch ein bisschen hübsch bleiben. Nicht wahr? So, gucken wir, dann klappt das hier auch gleich mit dem Baufortschritt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier. Schau mal, das ist doch gleich soweit fertig. Ja, da steht das Schild: Baustelle betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Kann man leider nicht genau erkennen, aber wir wissen ja, worum es geht. Da wird jetzt gerabottert, bis das bis die Socke stinkt. Also da geht das hier richtig rund. Aber dann schalten wir auch gleich runter. Wie gesagt, also die grundsätzliche Sache für Menschen ist ja halt wirklich dann ein, ja, ich sag mal, Sammelpunkt, wo Menschen sich wirklich finden können. Und jetzt schalten wir das mal wieder auf normal. Ja, zwei hat man gesagt, ne? Und dann kann das Lebensdings ja auch beginnen. Jetzt bauen wir halt, wie gesagt, eine Fischerhütte schön. Dort war mit R, dreht man quasi diesen ganzen Kladderadatsch ein bisschen. Hier bei Kira gegenüber bauen wir gleich den Hafen sozusagen hin, den Fischerhafen. Zack, da steht er. Brauchen davon 40, 20, 10. Das Stroh, der Heu. Gut, dann können die das erstmal zu Ende bauen. Und ich würde dann sagen, pausiere ich das einmal kurz und, na, was heißt pausieren? Jetzt muss ich das zu Ende machen, weil sonst wird das zu groß, die Datei. Dann sehen wir uns gleich im zweiten Teil, wenn es dann wieder heißt: Life is Feudal Forest Village
in Venatorhausen. Gut, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn ihr wieder nächstes Mal dabei seid, wenn es dann wieder heißt, wir wollen hier ein bisschen rumalbern. Bis denn und bleibt gesund. Tschüss.